Das war der Crossover. Der ist auch Thema in unserer neuen Folge FC Bayern Basketball Tutorials. Ich bin nicht alleine, ich habe drei Jungs der JBBL dabei. Nicolas, Giuliano und Dominik, die werden euch zeigen, wie so ein Crossover aussieht. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, in einer unserer ersten Folgen hatten wir den Crossover im Stehen. Heute wollen wir ihn aus der Bewegung zeigen. Also viel Spaß beim Zuschauen und beim Lernen. Anfangen wollen wir mit dem klassischen Crossover vor dem Körper. Ihr kommt mit der linken Hand angedribbelt. Hier seht ihr zwei Black Rolls. Ihr könnt auch einen Stuhl nehmen als Verteidiger, was auch immer. Nehmt euch das oder einfach ein paar Schuhe, stellt euch hin, stellt euch vor, es ist ein Verteidiger. Und dann wollen wir den Crossover vom Körper durchziehen und an dem Gegenspieler vorbeiziehen. Einfach mal zwei, dreimal machen. Hopp, vor dem Körper, sehr gut. Ja, ihr seht schon, die Jungs bringen den Ball sehr tief, damit der Verteidiger nicht den Ball klauen kann. Was hier entscheidend ist, ist Körpertäuschung nach links, bringt den Verteidiger auf das falsche Bein und geht vorbei. Wenn ihr vorbeizieht, müsst ihr die Schulter runternehmen. Genau. Und schützt den Ball hier, damit ich auch hier nicht reingehen kann als Verteidiger und den Ball klauen kann. Auf geht's. Ja, ich versuche jetzt mal den Ball zu klauen. Ja, genau. Sehr gut. Schulter runter. Hopp. Oh, wo war die Hand? Ja, da war die Hand nicht da. Schulter runter. Ja, super. Sehr gut. Gewichtsverlagerung nach links. Hopp. Sehr gut. Tief bleiben beim Crossover. Sehr gut. Augen sind immer oben. Mitspieler sehen. Jawohl. Jetzt wollen wir, weil der Verteidiger noch mehr oder noch näher an euch ran ist, jetzt können wir nicht mehr vor dem Körper, weil sonst würde er den Ball klauen. Jetzt müssen wir den Ball durch die Beine ziehen. Genau das Gleiche. Gewichtsverlagerung nach links, durch die Beine durchziehen, Schulter runter, Ball schützen. Auf geht's. Ja, sehr gut. Der Verteidiger ist nah an euch ran, durch die Beine. Sehr gut. Super. Gewicht nach links. Gut. Und Ball schützen. Ihr seht schon, der eine oder andere macht es sehr gut. Nach dem Crossover versuchst du so nah wie es geht am Verteidiger, also mit dem Fuß quasi neben seinem Fuß. Dann kann er sich erstmal nicht bewegen in deine Richtung, muss erstmal rückwärts gehen und das ist natürlich langsamer als eine Vorwärtsbewegung. Nah am Verteidiger vorbeigehen. Auf geht's. Zack, da, dahin, gut. Ja, die dritte Variante, die wir haben, ihr könnt es euch denken, ist behind the back. Auf geht's. Da ist der Ball komplett geschützt. Ja, komplett geschützt vor den Händen des Verteidigers. Upp, genau. Zack. Und natürlich bei den Finishes könnt ihr gleich unsere Tutorials anschauen mit den Layups. Aber das gebe ich den Jungs jetzt nicht vor. Wir wollen jetzt Crossover behandeln. Auf geht's. Sehr gut. Zack. Ja, sowas ist genau richtig. Ja, wenn ihr so einen Stuhl habt oder eine Black Rose, wie wir sie haben, wenn die mal umfällt, weil ihr so nah an dem Verteidiger vorbeigeht, ist es optimal. Eine Sache noch bei dem Behind-the-Back-Crossover, da gibt es zwei Varianten. Einmal ein Crossover, der nur von links nach rechts geht quasi. Und einmal geht der Ball zwar auch von links nach rechts, aber ich push den Ball mehr nach vorne. Ja, das ist eher so ein offensiver Crossover. Also ich pushe den Ball nach vorne, direkt in meine Laufrichtung. Wir machen jetzt eine Runde den defensiven Crossover, also nur von links nach rechts. Und eine Runde, dass man einen Unterschied sieht, pushen wir den Ball mal nach vorne. Auf geht's. Genau, super. Defensiver Crossover. Bap. Genau. Und jetzt den offensiven Crossover. Das heißt, ich ziehe den Ball hinterm Rücken durch, schon in meine Laufrichtung. Der offensive Crossover. Sehr gut, super. Yeah. Ich glaube, man kann den Unterschied sehr, sehr gut erkennen. Der letzte Handwechsel und Richtungswechsel ist der Spin Move. Mein vorderes Bein, also das rechte Bein, will ich neben dem Verteidiger setzen. Ja, er geht noch mehr in den Laufweg und du nutzt quasi die Körperdrehung, um den Verteidiger abzuschirmen. Das wollen wir einmal noch mal sehen. Auf geht's.
Ja, noch Fuß reinsetzen. Sehr gut. Aufpassen, ne? Fuß hier reinsetzen. Wow, sehr gut, Nikolas. Fuß hier reinsetzen. Gut. Und der Spin. Hopp. Ah. Ja, super. Körpertäuschung wieder. Bring den Verteidiger hier rüber. Hopp. Super. Ja, diesmal wollen wir den Verteidiger quasi in die Richtung lotsen. Mit dem Schritt. Mit dem Schritt. Ja, als würde ich hier gehen wollen nach links. Wenn der Verteidiger überhaupt nicht verteidigt, gehe ich natürlich direkt zum Korb. Jetzt muss der Verteidiger entscheiden, da hinzukommen. Und dann mit der Körperdrehung benutze ich diesen Schritt, um vorbeizukommen. Okay? Einmal noch. Fuß neben dem Verteidiger. Ja, super. Gut. Hopp. Ja, sehr gut, Nikolas. Fuß. Ah. Noch mehr den Fuß neben den Verteidiger setzen. Noch mehr den Fuß neben den Verteidiger setzen. Hier. Yes, super. Hopp. Jawohl. Ich glaube, das sind erstmal Aufgaben genug für euch. Also Crossover vor dem Körper. Achte darauf, dass der Ball tief ist, damit die Hände nicht im Weg sind des Verteidigers. Der Crossover durch die Beine, wenn der Verteidiger noch näher an dir ran ist, damit du den Ball durch die Beine ziehen musst, nicht vor dem Körper verlierst. Und der vielleicht schwierigste, behind the back. Da könnt ihr auch gerne mal den Ball verlieren, weil er ist nicht einfach, der Layup, hinterm Rücken. Aber nehmt die Augen weg vom Ball. Ja, probiert es zu Hause oder auf der Straße, auf dem Freiplatz, was auch immer. Behind the back Crossover, ohne den Ball zu sehen. Ja, dann seid ihr gute Ballhändler. Und der letzte ist der Spin Move. Arbeitet da mit viel Körpertäuschung, damit ihr den Verteidiger aufs falsche Bein bekommt und dann vorbeiziehen könnt. Denkt an eure Finishes, weiter trainieren und dann können wir irgendwann mal 1-gegen-1 spielen. Lasst uns ein Like hier, Thumbs up, Thumbs down, was gefällt euch, was nicht. Was können wir besser machen, aber viel Spaß beim Üben. Servus. It's a dream.